So Leute, das erste Tattoo ist fertig. Warte, so, könnt ihr das sehen. Und ihr flennt da. Ihr flennt hab ich nicht. Hab ich nicht. Ja, das Auge. Könnt ihr später dann noch sehen, dass das auch blau, was blau ist, auch blau ist. Aber jetzt ist es halt noch gerötet. Leicht gerötet. So, das war das erste. Dafür wird auch noch ein extra Video nur dazu kommen. Das werdet da sehen. Und jetzt kommt das Wildschwein weiter und der Arm wird auch noch weiter gemacht. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt könnt ihr mal sehen, das Wildschwein nimmt langsam echt Form an. Sieht richtig böse aus. Wir haben auch richtig schön durchgezogen und war vorhin auch voll, deswegen konnte ich halt nicht nochmal ein Video machen. So. Und jetzt machen wir halt noch weiter die Äste vom Baum. Ich mache dann nachher nochmal kurz ein Video. Ich denke mal, ich werde hier auch irgendwo zwischendurch einen Cut machen und die Bilder vorher nachher mal einfügen, damit ihr das sehen könnt. Aber jetzt erstmal raus, frische Luft schnappen und dann nachher die Äste. So, da sind wir auch beim Schnitt, was ich gesagt habe. Wie ihr gerade seht, das ist das Tattoo am Anfang. Total scheußlich, man konnte nichts erkennen. Das sollte eigentlich mal ein Totenkopf werden. Das ist jetzt schon bei der ersten Sitzung bei Wolle. Und jetzt kommen wir zu den Bildern von heute. Das sieht doch mal richtig, richtig nice aus. Oben ist jetzt noch nicht weitergemacht. Irgendwann ist die Haut ja auch mal kaputt. Unten seht ihr schon die Äste, wie die hochkommen. Die werden dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, ins Wildschwein übergehen. Und oben werden dann auch die Äste sich dann nochmal treffen oder so. Da hat Wolle mir einiges erzählt. Da lasse ich mich mal ganz stark überraschen. Aber ich bin mega mäßig zufrieden, dass mein Fusch weg ist. Danke, Wolle. So, und nochmal ein Zwischenbericht. Und der endgültige. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, die Wurzel, die Äste weitergemacht. Nochmal nachgezogen hier an der Seite und hier mal jetzt noch offen lassen. Auch hier oben ist jetzt noch offen, weil da kommt noch was drin. So, sieht man, ach, das sieht halt bestimmt echt scheiße. So, und da haben wir auch hier noch offen gelassen. Das wird auch noch ein bisschen weiter gemacht nach oben und hier, und dann kommt hier noch was drin und hier kommt hier auch noch was und hier hat er dann auch noch mal runter gemacht. Wollen wir noch vorbereiten, hier sollen, wollen wir noch die Wurzeln hier noch ein bisschen weiter machen und dann kommt dann hier noch so ein bisschen rum, dass wir hier noch ein bisschen Ruff kriegen, damit das ein bisschen symmetrischer aussieht mit der anderen Hand. Seht ihr das? Weil da ist auch ziemlich weit drauf und deswegen bin auch durch für heute. Das war doch erstmal, ich bin im Arsch, ich werde jetzt nach Hause fahren. Aui, sagt euer Odin.